Dann musst ihr beide dann Tag und Nacht die Wache halten oben. Alex hatte ursprünglich selbst vorgeschlagen, Wache zu halten. Heute will er davon nichts mehr wissen. Weißt du was? Ich habe was Besseres zu tun, als Wache zu halten. Oh. 24 Stunden lang am Stück oder sowas. Ja, toll. Ich lass mir was anderes einfallen. Und du wirst sehen, die kommen nicht wieder. Ach so, ja, aber das muss mit der Gesetzvereinbarung. Ja, darf nicht. Naja, wenn Reden nichts hilft, wenn die Polizei nicht einem weiterhelfen kann, dann muss man halt sich was anderes einfallen lassen. Und weiß Gott, wir sind nicht blöd. Da will ich mal gerne sehen, was da jetzt abgeht wieder. Ja, manchmal habe ich ja immer Angst, ne? Das ist irgendwie was. Das sind ja doch, die sind zwar erwachsen, aber so richtig, dass auch erwachsene Sachen rauskommen. Nicht immer genau, was die machen, tun und machen. Ja. Aber gut. Ja. Wollen wir nur das Beste hoffen. Ja klar. Muss ich sagen. Am Abend kann Alex erste Ergebnisse vorweisen und zeigt seinem Bruder stolz seine neueste Konstruktion zur Sabotageabwehr. Ich will dir mal zeigen, was ich für unsere nächtlichen Besucher vorbereitet habe. Alex ist zunehmend genervt von den ständigen Sabotagen. Deswegen setzt er auf Abschreckung, um zumindest weitere Angriffe zu verhindern. Was denn? Ja, weil, mal ganz ehrlich, wir können doch nicht die ganze Nacht wach bleiben oder wir werden sowieso einschlafen. Ja, so, guck mal, hier ist eine Batterie, ja? So, da habe ich ein kleines Feuerwerk vorbereitet, was uns auf jeden Fall wecken wird. Und jetzt kommen wir mit. Alex hat den Campingplatz zum Hochsicherheitsgelände umgebaut. Das ist gekoppelt mit einem Kabel, was da hochgeht. Und da oben ist ein Stolperdraht mit einem schönen elektrischen Schalter versehen. Und weißt du was? Da vorne ist auch einer. Das heißt, egal wer jetzt heute Nacht kommt, wird das auslösen. Und wir haben ein Signal. Das heißt, wenn wir schlafen oder irgendwie sowas oder gerade nicht da sind, hören wir es auf jeden Fall. Das mit dem Stolperdraht fand ich ganz schön, naja, gefährlich, würde ich mal so sagen. Weil man weiß ja nicht, wie effektiv Alex sowas gebaut hat. Diese Stolperfalle, die ich da konstruiert habe, die ist extra so gebaut, dass da niemand dran hätte verletzt werden können. Der Gasball war sehr, sehr weit weg von dem Auslöser. Also die Leute sollten sich nur erschrecken. Was ist, wenn der Falsche drüber läuft? Der Campingplatz ist zu. Es kommt kein Falscher. Außer die Terroristen. Aber meinst du nicht, dass es ein bisschen heftig ist? Ja gut, wenn du wieder ohne Dusche und sowas leben willst, dann können wir das auch lassen. Ich habe immer das Gefühl, dass Alex übertreibt mit solchen Sachen. Ich habe selbst gedacht, dass das ganze Ding fliegt weg. Keine Bange, das ist nur ein bisschen Gas, da passiert nichts. Ja, jetzt komm, hast du schon. Ach, sabbel doch nicht immer so viel rum. Über die inzwischen auf 4 Kameras erweiterte Überwachungsanlage beobachten Kiki und Alex die Szenerie. Alles scheint vorerst ruhig. Ach, guck mal, da läuft jemand. Nee. Scheiße. Wo kommt Jogger? Nein! Digga, nein! Nein, 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 nein! Nee. Als der Jogger da ankam, habe ich gedacht, jetzt ist alles vorbei. Jetzt läuft er da durch und alles geht in die Luft. Ach, er hat's gesehen. Er ist tatsächlich rüber. Er ist da rüber gelaufen. Ja, da läuft er. Aber nein! Jetzt ist er weg. Ja, da ist doch auch eine Stolperfalle, Mann! Ey, Mist. Nix. Ich glaube, ich muss die höher bauen oder so. Der Jogger läuft da lang über beide Stolperfallen und er löst die nicht aus? Naja, gut, Kiki, vielleicht liegt das daran, weil das Seil, was ich gespannt habe, ist ja auch weiß. Und am Tage sieht man das ja. Und in der Nacht sieht man es halt nicht. Ja. So, ne? Soweit die Theorie. Nun kann die erste Nachtwache beginnen. Wachposten Kiki muss sich angemessen auf die schwere Aufgabe vorbereiten. Also ich schlafe auf jeden Fall als Erster. Ach, Kiki. Ja, warum das denn jetzt? Ja, weil ich kaputt bin. Ja, wovon denn bitte? Ich bin kaputt. Guck mal, ich habe die ganze Scheiße da sogar gebaut. Na Gott, du bist älter. Ach so, älter. Erstmal die Alten verheizen oder was? Aha. Sicher. Na ja, gut, komm, Kiki, dann geh du rüber. Ich meine, egal. Ich werde wahrscheinlich auch einschlafen. So, es knallt und wir werden beide wach. Wenn jemand kommt. Naja, ich gehe auf jeden Fall schlafen jetzt. Tschüss.
Na, hau rein, Mann. Ab. Bei den Stolbergs herrscht in dieser Nacht höchste Alarmbereitschaft. Die gestrige Party könnte Verpächter Branko als Provokation aufgefasst haben. Kiki, Kiki, komm! Los, 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 Mann! Komm! Da sind sie, komm! Hey! Bleibt stehen, ihr Affen, ich krieg euch! Hey, 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 warte, bleibt stehen, ich krieg euch! Verdammte Scheiße! Verdammt! Scheiße! Ich kann nicht mit den Dingern rennen. Sie sind weg. Ach, verdammt! Oh, die kommen nicht wieder. Nee. Das hat die richtig erschreckt. Schock. Das hat ja sogar mich geschockt. Ja, mich auch. Ja, der Schreck sitzt mir immer noch in den Knochen. Also ich war sehr überrascht, auch über meine Konstruktion, dass sie so nahtlos funktioniert hat. Und naja, es hat seinen Zweck erfüllt. Die sind in die Flucht geschlagen und ich glaube, die kommen auch erstmal nicht wieder. Siehst du? Hat auch hingehauen, oder nicht? Ich glaube nicht, dass sie wiederkommen. Hätte ich nicht gedacht mit der Konstruktion. Ja. So wie das Ding aussah. Hab ich ja auch gebaut. Krasse Sache, ey. Ich kann nicht mehr. Ey, und dann mit diesen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie jetzt wirklich kommen, ey. Wir haben natürlich das Material von der Videoaufzeichnung haben wir auf CD gebrannt und haben wir natürlich Svetlana übergeben, damit sie das hoffentlich an die Behörden weitergeben kann und die endlich mal was tun. Mal sehen, was passiert. Ich war bei der Polizei, ich habe ihnen das Material gezeigt und sie haben mir versprochen, was zu unternehmen. Am nächsten Morgen haben sich die Wogen geglättet. Vor den Saboteuren sollten die Stolbergs nach dem Knalleffekt der letzten Nacht erstmal Ruhe haben. Doch das dringlichste Problem ist noch nicht gelöst. Die Familie braucht Geld. Viele Werte liegen auf dem Platz brach, unter anderem die Boote. Keines davon ist aktuell fahrtüchtig. Das wollen Tüftler Mario und der gelernte Bootsmechaniker Kiki ändern. So, wollen wir erstmal einmal durchstarten? Ja. Kannst ausmachen, der läuft. Nee, ne? Der läuft. Nochmal. Ein guter Anfang. Doch hier ist mehr kaputt als nur der Motor. Und Mario hat bereits eine neue Geschäftsidee, für die ein einwandfreies Boot zwingend nötig ist. So, Gigi, das ist doch absolut geil. Und jetzt habe ich die neue, guck mal, läuft das, nur Auspuff fertig machen, rein ins Wasser. Und ich denke mal, weißt du was, damit sollten wir jetzt ein paar Touristen rumfahren. Hast du zu viel Abgase geschnüffelt oder was? Guck so. Mal, wie das aussieht, das Boot. Das ist doch tippitoppi. Damit, überleg doch mal, damit können wir ein bisschen Geld verdienen vielleicht. Ja. Ein bisschen Reklame machen, hier. Ja, da muss aber noch viel gemacht werden. Ausflug auf die Kornati. Das kommt doch gut an. Und das ist doch hier dann mit, machen wir hier mit Getränke schön. Kleine Minibar. Klar, logisch. Guck mal, hier können die Frauen sich hinlegen. Aber vorher gibt es noch viel Arbeit. Der Auspuff muss getauscht werden. Leider fehlt das Geld für einen neuen. Deswegen muss mal wieder improvisiert werden. Das ist das vom alten Motor. Er muss ja ein bisschen mehr gebogen werden. Müsste man jetzt gucken, wie man das jetzt hinkriegt. Da habe ich hier auch das andere. Mario fehlt ein Plan für die Durchführung der Reparatur. Und Kiki fehlt die nötige Motivation. Kiki, nun helf, überleg doch mal ein bisschen mit. Das habe ich besorgt. Und das soll ein Auspuff. Wir reden von der gleichen Sache. Ja? Wir reden von der gleichen Sache. Auspuff, ja. Oder was? Ja. Und wenn das nicht funktioniert, weißt du was, dann ist mir egal. Ich will Pinke mitverdienen. Dann wird hier Loch reingeschnitten. Dann kommen die Auspuffrohre. Das sind Stahl. Das ist doch Stahl. Ja, und was ist das hier? Auch Stahl, aber das ist viel dicker. Was ist dicker? Gib mal her. Ich guck mir das mal an, was du da dir ausgedacht hast. Ja, irgendwie muss das funktionieren. Bootsmechaniker Kiki ist skeptisch, aber nicht hoffnungslos. Na ja.
wenn man das jetzt ein bisschen... Wenn man ein bisschen was abschneidet oder irgendwie so. Abflexen, umändern, schweißen, Tüdelüt. Ja, mit Tüdelüt ist das nicht getan. Wo ich am Schrauben war, also Kiki und ich am Boot, für uns war es eigentlich klar, dass wir es eigentlich jetzt gegen Abend ins Wasser kriegen. Ich mach das gleich. Ich zeig mir es an und hole mir gleich eine Flex. Dann werde ich gleich hier schneiden. Dann kann man hier so, weißt du, wie ich meine? Dann kann man sagen, okay, das kommt jetzt so, das kommt so. Dann kann man schon mal mit Reflex abschneiden. Wir können ja da, dann nachher umändern und sagen, gut, der kommt jetzt so, dann muss der so, so. Weißt du, wie ich meine? Mario scheint klare Vorstellungen zu haben. Er legt direkt los und beginnt damit, aus den Rohren einen Auspuff zu basteln. Der Lärm lockt Alex und Svetlana an. Was machst du denn da? Fürs Boot. Auspuff schweißen. Aha. Abschneiden. Wie kommst du jetzt auf die Idee, das zu machen? Das frage ich mich allerdings auch. Ja. Wir kamen auf die Idee, wir wollen mit Touristen rumfahren. Also Marius' Idee mit diesen Bootsausflügen, was er da sie ausgedacht hat, fand ich ganz toll. Also das war, die Idee war top. Ja, gute Idee, aber weiß ich nicht, was du hier rumklemmst. Nee, das ist ein Auspuff. Soll es werden, oder was? Ja, ja, genau. So, ja, und gut. Ich finde das eine gute Idee. Wir können mit Touristen rumfahren auf verschiedene Inseln. Wenn die dahin möchten, auf die Konati raus oder so, wie die Gäste es möchten. Also die Idee von Mario fand ich ganz gut, irgendwie Ausflugsbootstouren anzubieten oder Chartertouren. Finde ich gut, solange es Geld in die Kasse bringt, ist doch alles Roger. Richtig, da haben wir das Boot fertig morgen. Ey, das sieht nicht aus, als wenn es morgen fertig wäre. Wir machen das heute stadtbereit. Ah, Mario, das und dann könnt ihr eigentlich für morgen schon die ersten Gäste anmelden. Wo Mario und Kiki angefangen haben, das Boot zu reparieren, war ich fest überzeugt, dass sie das hinkriegen und dass das funktionieren wird. Mario, also, wir melden keine Gäste an für morgen. Lass das Ding erstmal vernünftig laufen und dann wollen wir es auch sehen, ob der das läuft, auch ja. Ja, ja, aber wir müssen erstmal was vorarbeiten. Ja, aber ohne, wenn der Messe morgen läuft. Ja, ja, und was dann? Die Gäste wissen es ja gar nicht. Woher sollen die denn genau wissen, dass was gibt? Vielleicht sollten wir ein paar Flyer verteilen an das die Touristen. Ja, aber ne? Wir machen das erst, wenn das Ding läuft. Ja, läuft? Aber. Na, das Boot. Was denn sonst? Das Boot läuft morgen auf jeden Fall. Naja gut, Mario und Kiki am Boot, da bin ich sowieso erstmal direkt skeptisch. Also ich glaube nicht, dass die das schaffen, aber mal sehen. Wenn ich liebe,